Jo Leute, was geht ab? Ich bin schon wieder richtig am Ragen. Das wird die richtige Rage-Folge in diesem Spiel. Ich raste gleich aus. Ich habe eben eine Runde FIFA gemacht, weil ich mich warm spielen wollte. Weil ich dachte, naja, ich zock am PC halt nicht. Kann die Dings nochmal richtig machen. Ich zock halt nicht viel, ne? Deswegen dachte ich, spiele ich mich nochmal kurz warm. Hab natürlich das Momentum des Todes gegen mich. Ja, das echt des Todes. Ja, meine Spieler haben nicht einen Pass hinbekommen, haben nicht einen Zweikampf gekonnt. Ecke, der Gegner hat geflankt, ja. Der Spieler steht da schon richtig von denen, ja. Meiner kommt angelaufen, geht so dagegen, fällt fast hin, backt da rum und der Ball geht rein. Was ist das, FIFA? Ja, kein Pass gespielt, nicht einmal gelaufen, Robbenstadt 10-mal im Abseits. Junge, das sind Spieler, die Millionen verdienen, als wenn die so scheiße sind. Und da wollte ich gerade aufnehmen, bin im zweiten Match, muss es ablegen, weil FIFA einfach keinen Plan hat, wie man die Lautstärke einstellt. Das war auf 1. Auf 1, das sind 10%. Und es ist, bei OBS, ist es lauter als ich gewesen. Obwohl ich schon ziemlich laut eingestellt bin. Bei 10%! Da habe ich das Spiel abgelegt, er hat direkt die Verbindung verloren. Es hat noch nicht mal angefangen, das Spiel. Ich habe die Niederlage bekommen. Was ist das, FIFA? Mann, ey, ist so ein Drecksladen. Ohne Witz. Alter Schwede, fuck das ab, ey. Jetzt habe ich 2 Niederlagen, einmal wegen diesem dämlichen Momentum, weil der Gegner hat nichts geschafft, der war so scheiße und macht 2 so Lacktore. Ja, und das zweite ist einfach ein angeblicher Lief, wo ich überhaupt nicht gelieft bin, weil die EA die Verbindung nicht halten konnte, weil es ein scheiß programmiertes Spiel ist. Props an euch, EA, wirklich Props an euch, ey. Boah, fuck dieses Game ab, Alter, das glaubt ihr nicht. Ja, ich spiele übrigens nicht Ultimate Team. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, weil ich mit Bayern spiele. Und zwar, ja, ich zock Ultimate Team an sich einfach nicht gerne. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, bevor ich ja keinen Spaß an dem Spiel habe oder so, wenn ich da Ultimate Team zocke, dann zocke ich lieber normal. Dann haben wir jetzt eine richtige Mannschaft, spielen gegen eine richtige Mannschaft. Und ja, wir können einfach nicht weitermachen. Es steht auch nirgendwo 1 von 2 oder sowas. Ach, jetzt ist Pause gut. Das wollte ich nämlich sowieso machen. Weil ich muss so kurz in den Einstellungen hier den Kommentator ausmachen. Hoffentlich verliert er nicht wieder die Verbindung. Ja, das wäre nämlich ziemlich doof. So, dann können wir jetzt an... Oh, ich wollte schon sagen, als ob das jetzt einfach weitergeht. Leute, es geht echt... Ich habe den Kommentator ausgestellt. Er kommentiert immer noch. Jawohl, vielleicht hört er jetzt auf. Hallo? 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 Irgendwas stimmt mit diesem Spiel absolut nicht, ey. Ich kann einfach nicht drücken. Hallo? Hä? Eigentlich, aber es funktioniert noch alles. Also, die Maus habe ich auch. Bei FIFA, ist ja auch wichtig. Mal hier. Nochmal die Dings raus. Jetzt krieg ich den Controller nicht zu. Ich glaub's nicht, Alter. Okay, das mach ich nochmal an. Es geht los. Hä? Hallo? Ja, wow. Was ist das, FIFA? So tritt der BVB heute also. Hä, aber der Gegner ist auch nicht da. Also der kann anscheinend auch nichts machen. Ein 3-4-3 heute bei Ihnen. Hä, doch jetzt. Auch noch sehr offensiv. Nee. Hä? Was ist das denn, FIFA? Hä, hier geht der Controller und in-game nicht. Oh Mann. Junge. Junge, könnt ihr euch eigentlich noch selber ernst nehmen? Das ist ja ein geiler Bug. Es würde mich mega abfucken, aber der Gegner hat's auch. Und du kannst nichts dagegen tun. Also, weiß ich, was soll ich machen? Ich kann den neu verbinden bringt mir halt auch nichts. Also, der Controller geht ja. Das brauche ich gar nicht versuchen. Es ist ja nicht der Controller, der buggt, sondern halt das Spiel. Wow. Einfach wow. Herz. Oh, Mann. Herr Gott, der Controller. Es geht einfach nicht. So gehen's die Bayern also heute. Hä? Warum passt der bei ihm? Bei ihm geht's. Ja, wow. Hallo. Gute Chance. Schuss von Aubameyang. Hä? Das gibt jetzt Eckball. Ey, das gibt's doch gar nicht. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Ja, ich bin auch dabei. Ja, wow. Hä? Ja, was soll ich jetzt, was soll ich machen, Leute? Ich weiß nicht, was ich da jetzt einstellen soll. Es ist ja alles richtig eingestellt. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt einstellen soll. Ich meine, keine Ahnung, so der Kommentator ist hier oben manchmal weg. Ich habe auch einen komischen Gegner, um ehrlich zu sein, aber...
Nee. Ja, wow. Das ist die dritte Niederlage in Folge, weil FIFA ein Hurensohn ist. Vor allem, der spielt auch scheiße. Guck mal, der braucht 10 Minuten, um den Ball zu nehmen. Hallo! Was ist das denn? Warum geht der Controller nicht? Ja, mach Standard, komm, interessiert keinen. Ja, tolle, tolle Standard. Standard ist, ja, genau. Mach jetzt einfach mal alles auf Null erstmal, weil es eh egal. Boah, ich glaube, das ist auch meine letzte Pause. Also, wenn es jetzt nicht geht, kann ich halt auch nichts machen. Hä, aber der wird ja auch orange oder was angezeigt. Habe ich ja noch einen zweiten Controller oder so? Was natürlich mega lustig wäre, wenn aus Versehen irgendwer in diesem Haus, wahrscheinlich wenn unter mir, obwohl es kann eigentlich nicht sein, weil da wohnt so ein alter Typ, wenn der auch gerade seinen Controller verbunden hätte und es geht einfach nicht so. Bei ihm und bei mir nicht. Ja, Junge, wow. Der Controller ist an, es geht im Menü, es geht überall. Kann ich mir den Dings steuern irgendwie? Warum? Warum ist die Tastatur denn genommen worden? Was ist los mit dir? Ey, Junge! Es ist so traurig! Es ist so unglaublich traurig! Ja, ich hatte die Tastatur jetzt ausgesteckt. Ja, wow. Ich kann nichts machen. Ich habe auch keine Änderung mehr. Das ist halt das Problem. Ja, toll. Ich kann es halt auch nicht umstellen. Ich kann nichts machen. Wow, FIFA. Einfach wow. Ey. Ich raste gleich aus, Alter. Weil der Typ ist halt auch. Jetzt muss ich mit Tastatur spielen. Ich weiß nicht mal, wie die Dingssteuerung ist. Aber okay, damit stelle ich das schon mal ein. Okay, dann. Okay, hiermit legt er den hin. Damit flanke ich. Ja, danke auf jeden Fall nochmal an FIFA für ein super programmiertes Spiel. Also wirklich Props an euch, wo Spieler wechseln. Ich habe keine Ahnung, ich kann die Spieler nicht wechseln. Hallo. Ja, Spiel ist abgelegt. Ja, er verliert direkt die Verbindung. Warum? Mann, ist das ein kack programmiertes Spiel? Was soll das hier? Meine Fresse! Warum wird da die Verbindung verloren? Wie scheiße seid ihr? Ohne Witz, warum wird überhaupt die Tastatur genommen? Es ist ein Controller angeschlossen. Es wurde nichts verändert. Und ich krieg einen Ausraster mit diesem Kack-Game. Wie kann man so schlecht programmieren, EA? Wie geht das? Ihr verlangt 60 Euro dafür. 60! Jedes Kickstarter-Kack-Game ist besser programmiert. Mann, Alter, wenn ich irgendwas zu sagen hätte, die sagen, ich würde dich exekutieren lassen. Ihr dämlichen Bastard, drei Niederlagen! Ich meine, ich spiele sowieso kein FIFA, deswegen kann es mir egal sein. Aber drei Niederlagen, weil ihr geistig behinderte, hirnlose Hurensöhne seid. Ich habe eure Mutter gefickt. Ey, man will einmal aufnehmen. Einmal nimmt man sich die Zeit aufzunehmen. Und man hat zwei, dreimal hintereinander nur Pech. Es ist so lächerlich, ey. Ohne Witz. Ja, okay, thanks, bye. Danke nochmal. Die 60 Euro waren richtig gut investiert.